Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar war ich in Düsseldorf. Ich habe dort die Japanmeile mal näher unter die Lupe genommen, könnte man sagen. Und ja, dann wollte ich euch heute mal zeigen, was ich so gekauft habe. Eigentlich habe ich so gut wie alle Läden gefunden, in die ich so wollte, wo ich mich schon so erkundigt hatte. Nur leider kam ich nicht in diese eine Bäckerei, also die heißt Bakery My Heart. Und da gab es ganz tolle Sachen, aber die hat genau ausgerechnet montags natürlich nicht offen. Und ja, das hat mich schon ein bisschen geärgert. Aber was soll man machen? Und ich war dann im Takagi, sogar zweimal. Und in einem asiatischen Supermarkt und habe mir dort einige Sachen geholt. Und ich würde sagen, dann fange ich erstmal einfach mal an. Ich mache noch das Fenster zu, ich glaube, es ist ein bisschen laut. So, mit was fange ich denn mal an? Ich würde sagen, erstmal mit den Sachen aus dem Supermarkt. Und zwar habe ich mir da ein bisschen Ramune gekauft. Das ist diese Limo mit dieser coolen Glaskugel da oben drin. Die hier habe ich schon getrunken, die ist leer. Da habe ich hier einmal, ich glaube, es ist Blueberry gewesen. Dann habe ich hier noch eine mit Litchi. Und weil ich diesem schicken Aufdruck nicht widerstehen konnte, noch eine von Naruto. Shippuden. Es gab auch noch eine, wo nur Naruto drauf war, aber ich fand die schöner. Dann habe ich die einfach mal mitgenommen. Und die eine habe ich schon getrunken. Die hat ziemlich gut geschmeckt. Also ja, nur mit dem Aufmachen ist das so eine Sache. Irgendwie kriegt man die nie auf, ohne dass da oben alles rausblubbert. Also ja, diese Kugel, die ist da oben drin. Und dann ist da so ein Teil. Und dann macht man das so runter und dann geht die Kugel da rein. Aber dabei sprudelt das ziemlich, da Kohlensäure drin ist. Und dann haben wir das auch mitten auf der Straße aufgemacht. Und das hat ein bisschen gesprudelt. Aber es hat ziemlich gut geschmeckt und die Flaschen sind sehr hübsch und So. Dann habe ich mir noch ein Aloe-Getränk gekauft, also mit Aloe Vera. Weil meine beste Freundin, die hatte das auch mal irgendwo mit. Ich weiß gar nicht, wo die das her hatte, aber naja, keine Ahnung. Und es hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Ist ein bisschen sehr süß, aber trotzdem schmeckt das ganz gut und dann, als ich es gesehen habe, habe ich es einfach mal mitgenommen. Jo. So, dann wollte ich noch so ein paar Zeugs, so Süßigkeiten mitnehmen. Und ich habe auch noch für eine Freundin was mitgenommen. Und ja, also erstmal noch was Salziges. Und zwar, da habe ich mir diese Potato-Flavored Snack mitgenommen. Den hatte ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Jedenfalls denke ich mal, dass es einfach nur nach Kartoffeln schmeckt, aber die sind süß gezeichnet, die Kartoffeln. Habe ich hier Conpetto Sugar Candy mitgenommen. Es sah einfach so süß aus, diese kleinen, ich weiß nicht, die haben so eine lustige Form. Wie dieses bei Chihiros Reise ins Zauberland, als diese kleinen Rußmännchen gefüttert werden. So sah das aus und das fand ich einfach irgendwie süß. Ja, und davon habe ich dann noch eine kleinere Version, die hier. Und noch Jelly Beans. Und die zwei sind für eine Freundin, habe ich mitgenommen. Und soweit dazu. Dann habe ich hier noch was, davon habe ich auch schon probiert. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich dachte erst, es wäre sowas wie Mikado-Stäbchen, aber es sind irgendwie so solche komischen Stangen halt, die einmal nach Cola und einmal nach Kaugummi schmecken irgendwie. Und die sind eigentlich auch ganz cool verpackt. Pass mal auf. So, und da sind dann so einzelne, ja, ich habe schon ein paar gegessen, drin so. Schmecken eigentlich ganz cool, sind aber auch ein bisschen sauer. Aber eigentlich ganz cool. Und dann noch diese hier. Ich weiß nicht. Ich habe es einfach mal mitgenommen. Sowas wie so Mentos, könnte man sagen. Ich habe echt keine Ahnung. Da ist noch so eine, was war mit der Kamera? So eine Kuh obendrauf irgendwie.
Ja, weiß nicht. Mal sehen, wie das schmeckt. Und dann noch etwas, von dem ich absolut keine Ahnung habe, was es ist, und zwar das hier. Wenn irgendwer weiß, was es ist und wie man es isst, kann er das ja mal in die Kommentare schreiben. Es sah irgendwie einfach cool aus und es ist so irgendwie so glibbrig, also wenn man das so fühlt. Da hinten ist auch eine Beschreibungsanleitung irgendwie. Natürlich kann ich die nicht lesen. Und außerdem check ich das auch nicht so ganz. Ja, und es ist ein bisschen überklebt. Aber ich glaube, das kann man eh nicht so gut sehen. Naja, also falls das irgendwer weiß. Ja, ich weiß nämlich nicht, wie ich das essen soll. Ja, so, das war jetzt, was ich in diesem Supermarkt gekauft habe. Dann zu den Sachen, die ich im Takali gekauft habe. Und zwar hätte ich da als erstes diese wunderschönen Essstäbchen. Ich habe nämlich immer nur so Holz-Essstäbchen beim Chinesen geklaut zu Hause. Ja, also die kann man ja immer so manchmal mitnehmen. Ja, und dann dachte ich mir, kaufe ich mir endlich mal richtig schöne Essstäbchen, da ich ja auch öfters mal Nudelsuppe esse. Und ja, kann man dann so aufschieben. Da sind die drin. Sie waren nicht allzu billig, muss ich sagen. Aber das war alles ziemlich teuer dort. Und dann, ja. Also die haben hier so ein süßes Häschenmotiv. Also wie auch hier auf dem. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen sehen. So ein paar süße Häschen. Und die sind auch hier vorne, wenn man das sieht, so ein bisschen so geriffelt, sodass die Nudeln besser hängen bleiben. Und ja, finde ich sehr, sehr schick. Und dann werde ich wohl auch bald mal damit essen. Und ja, so, dann, was habe ich noch geholt? Ja, genau, ich habe auch noch mal für eine Freundin mitgenommen, für eine andere. Sie meinte einfach, wenn ich irgendwas mit Studio Ghibli sehe, was unter 20 Euro kostet, dann soll ich es ihr mitbringen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zwar habe ich hier diese tollen Fächer von Totoro gesehen. Und ja, da habe ich einen für mich geholt, weil ich natürlich auch Ghibli-Fan bin, und auch einen für sie. Und ja, der hier ist für mich und der ist für sie. Und die haben auch noch so Rückseiten. Da ist dann noch der Katzenbus drauf. Und da nochmal das mittlere und das kleine Totoro. Und ich fand die sehr schick. Und ich könnte die auch eigentlich auch mal aus ihren Hüllen holen. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Man sieht schon, ne? Ja. Die finde ich sehr schick. Sind so Handfächer. Kann man zwar nicht reintun, also so zusammenklappen, aber das macht ja nichts. Und ja. So, dann habe ich noch quasi eine Neuheit dort gekauft, aber die wollte ich einfach kaufen, weil ich mir dachte, ah, keine Ahnung, ich muss das einfach schnell haben. Und zwar von Psychic Detective Yakumo das Crime Pack. Was soll ich dazu noch sagen? Das Crime Pack halt. Und dann, weil ich den noch gebraucht habe, weil der mir gefehlt hat, habe ich dann auch gleich noch den vierten Band gekauft. Ja, der hat leider, wenn man das hier so sieht, so einen nicht besonders schönen Knick hier an der Seite. Aber das habe ich leider zu spät bemerkt und, naja, was soll's. Man findet den nicht mehr so gut. Es geht eigentlich, aber ich habe ihn bisher im Laden nicht mehr gesehen und so, und meine Kamera macht komische Sachen in letzter Zeit. Ja, also den vierten, und das heißt, da ich auch den dritten habe und, den vierten diesmal auch richtig gekauft habe, kann ich mal 1 bis 6 jetzt endlich lesen. Naja, das werdet ihr dann auch in meinem Schandenstapel-Update sehen. Das kommt, denke ich mal, direkt danach oder davor, je nachdem, was ich hochlade. Und ja. So, dann habe ich hier noch eine Sache vom Takagi. Dazu muss ich aber kurz was erzählen. Und zwar bin ich erst einmal im Takagi gewesen und dann sind wir noch woanders rumgelatscht. Und ich hatte da noch etwas Geld übrig am Ende und dachte mir, ja, dann kann ich mir noch was holen. Vielleicht eine kleine Figur oder so, weil, ja, ich wollte schon immer eine kleine Figur haben. So irgendwie einfach generell, ich habe irgendwie keine Figuren, ich weiß nicht, woran es liegt. Na gut, doch, ein paar habe ich, aber naja, die sind nicht so schön. Und ja, dann kam ich also zurück, wollte mir eine Figur kaufen und dann sah ich dieses hier. Ja, da sind aber keine Figuren drin. Auf den ersten Blick sah es aus wie Figuren. Und dann habe ich halt einfach gefragt, was das kostet. Und es war echt überteuert. Aber ja, ich habe mir einfach gedacht, ich bin nicht so oft in Düsseldorf. Und ja, es ist schon so 2,5 Stunden von uns entfernt. Und daher
Ja, habe ich dann einfach. Ich habe es einfach gekauft. Ich habe nicht mehr nachgedacht. Einfach gekauft. Und ja, es war auch so ein Überraschungsdings. Also man wusste nicht, was drin ist, welche Figur. Ich hätte mich eigentlich über alle gefreut, aber besonders über diesen Titan da. Ja, und am Ende hatte ich dann Ehren. Und zwar sind das solche Anhänger hier. Und ja, ich sage nicht, was die gekostet haben. Es ist definitiv zu viel. Aber ja, ich war halt mal in Düsseldorf, ne? Aber ich finde den ganz, ganz schick. Und ja, das war dann auch eigentlich alles, was ich soweit in Düsseldorf gekauft habe. Und ja, danach ist auch noch was von eBay angekommen. Und ja, heute kommen noch ein paar Videos, je nachdem, ob ich es schaffe, die alle hochzuladen. Und ja, dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis denne. Ciao.